And now, ladies and gentlemen, please put your hands together for the undisputed Schlagersau of German showbiz, Mr. Stefan Raab. Einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, live bei Viva TV. Liebe Sportsfreunde, heute Abend wieder 2 Stunden lang Klugscheißereien, sinnlose Gespräche und schlechte Kapellen. Hier bei Hier ist ja richtig was los heute Abend. Eine wunderbare Stimmung hier. Nur mal einige Gäste begrüßen, die kann man schlecht sehen. Was wir heute nämlich machen, ist ganz interessant, das erkläre ich gleich noch. Wer sind wir denn? Mich kennst du doch, oder? WDR, weißt du doch. WDR? Oder bei Geld oder Liebe war's. Das waren die 4 Fans, die draußen auf dich gewartet haben. 2 Stunden! So. Was uns aber viel mehr interessiert, ist, wer heute Abend dabei ist. Und zwar handelt es sich um Dolly Buster! Gildo Horn! Der unglaubliche Karl Dall! Groove-Minister! Das Modul! Und eine Kapelle, die wir alle aus dem Fernsehen kennen. Big Heute Abend alle mit dabei und wegen wem bist du eigentlich hauptsächlich gekommen? Ich bin wegen dir gekommen, ey. Ach so. Wer ist denn hier hauptsächlich wegen Dolly Buster gekommen? Hier vorne? Aha. Ich wollte Dolly Buster Konkurrenz machen. Ich bin Dolly Buster aus der Südstadt. Sie wollten Dolly Buster Konkurrenz machen? Diese... Ja, wenn Sie Dolly Buster Konkurrenz machen wollen, dann hätten Sie sich das Silikon aber nicht an den Hüften spritzen lassen sollen. Ja? Gut. Wir machen jetzt heute was ganz Neues, Interessantes. Und zwar machen wir virtuelles Fernsehen. Ja, alle reden nur davon. Wir machen es. Virtuelles Fernsehen. Das heißt, es ist zwar ein Studio da, aber man sieht nicht, dass ein Studio da ist. Und man hat den Eindruck, es ist gar kein Studio da, obwohl eins da ist. Und als erstes möchte ich mal unsere Kapelle vorstellen. Da haben wir natürlich den wahnsinnigen Bandleader der Rias Boys, Till King. An der Hammond-Orgel der unglaubliche Kai Diamond. Hallo Kai. Dann haben wir am Bass Hayo Washington DC aus Washington DC. Und natürlich den Mann, der den Funk mit Löffeln gefressen hat, Old Kansas Heini. Jetzt gibt's Werbung und dann sind wir gleich wieder da mit unserem virtuellen Fernsehen. Die Original Rias Boys, eine Kapelle wie aus dem Bilderbuch. Ihr wisst ja eigentlich, dass ihr letzte oder vorletzte Woche mal in irgendeiner Zeitungskritik zu dieser Sendung, die gar nicht mal so schlecht ausgefallen ist, ja, obwohl ihr mitspielt, als Rentner-Tanzkapelle bezeichnet wurde. Ja? Mhm. Gut, was wollte ich sonst noch sagen? Achso, ich wollte mal wieder telefonieren. Ich rufe nämlich auch an, dann hören wir erstmal, wer ist denn hier dran? Hallo? Hallo? Hi. Hi, wer ist denn da? Ja, hier ist der Michael aus Bad Wildungen. Der wo? Der wer? Hier ist der Michael aus Bad Wildungen. Ah ja, und? Ja, ich wollte mal fragen, ob ich von dir ein Autogramm haben kann. Nein. Das ist aber nicht nett. Was soll ich denn draufschreiben? Deinen Namen. Also, gut. Auch nicht schlecht. Michael, war das richtig? Ja. Ja, was machst du so? Hier rumsitzen. Ah ja, und um Geld zu verdienen? Gehst du noch in die Schule? Hallo? Ja. Nein, ich kann dich nicht mehr hören. Kein Geld. So. Machen wir jetzt schon weiter? Das geht aber flott.
der Michael hat mich jetzt aufgehalten. Ich wollte eigentlich vorher noch mal bei Dieter Bohlen anrufen, ja, wie wir das in der letzten Sendung schon... Nein, aber wir müssen jetzt zu einer Aufklärungsumfrage kommen, die ich letzte Woche gemacht habe. Es ging darum, dass sollte ja diese Bohrinsel versenkt werden. Das ist ein sehr kritisches Problem. Ich habe die Leute dann mal nach ihrer Meinung gefragt. So. Schönen guten Tag. Darf ich Sie gerade mal was fragen? Bitte. Ja. Sie haben ja wahrscheinlich gehört, in den letzten Wochen, da sollte ja diese Ölbohrinsel vor England versenkt werden, ne? Ja, ja. Und jetzt, nachdem alle Verbraucher Maria Shell-Filme und Seychellen und das alles boykottiert haben, hat die Firma ja jetzt gesagt, wir versenken nicht mehr die Bohrinsel vor England, sondern als Kompromiss, wir versenken England vor der Bohrinsel. Und glauben Sie, das ist eine sinnvolle Entscheidung gewesen? Also ich bin nicht dafür, nicht viel zu versenken. Warum? Ja, die haben ja jetzt gesagt, wir versenken jetzt nicht mehr die Bohrinsel vor England, sondern England vor der Bohrinsel. Das war deren Kompromissvorschlag. Also ja, finde ich richtig. Und dann hat die Firma das ja zurückgezogen und möchte jetzt anstatt der Bohrinsel vor England, England vor der Bohrinsel versenken. Glauben Sie, dass das eine sinnvolle Entscheidung ist? Ich würde sagen, ja. Ganz bestimmt, ne? Ja, meinen Sie denn, da werden nicht besonders viele Leute mitgefährdet auch? Ja. Oder sind ja 5-6 Millionen Engländer? Ja, aber was ist die beste Lösung dann in dem Sinne jetzt? Ja, also wie gesagt, die Firma hat ja, also haben sich ja alle damit zufrieden gegeben, dass die Firma jetzt die Insel, also England vor der Bohrinsel versenken will und nicht umgekehrt, ne? Ja, aber man braucht ja auch schließlich statt Öl, ne? Was will man anders machen? Haben Sie sich mal überlegt, was das für Folgen haben kann? Da steigt der Meeresspiegel dramatisch. Ja, Holland wird überflutet, die Deiche brechen, alle Schuhketten, Schuhhausketten, Deichmann werden zugemacht, es gibt keine Schuhe mehr. Sie haben also kalte Füße, das heißt im Winter nicht mehr rausgehen. Das heißt im Winter kein Bruttosozialprodukt. Kein Bruttosozialprodukt heißt keine Steuern. Keine Steuern heißt, oh weh. Sie haben auch keinen Hut mehr. Also Sie glauben, England dann vor der Bohrinsel zu versenken, ist die bessere Lösung? Was soll ich dazu sagen? Bessere Lösung würde ich auch nie wieder nicht sagen. Ne? Ich meine nur, aber es ist ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss, so würde ich das nennen, ja. Also ich bin nicht für das, dass die Bohrinsel untergehen lassen. Also da bin ich nicht für. Ne? Also lieber England dann, ne? Ja, genau. Okay, Dankeschön. Tschüss. Aufklärung tut Not. Ja, Aufklärung tut Not in der deutschen Bevölkerung. So, und zu diesem Thema werde ich jetzt auch noch diesen Anruf machen. Jetzt du darfst mit der Kamera nicht filmen, welche Zahlen ich wähle, sonst rufen die alle bei Dieter Bohlen an. So. So. Jetzt wollen wir mal hören, ob der Dieter zu Hause ist. Wir haben ja letztes Mal schon mit ihm gesprochen. Da hat er uns erzählt, dass er in Russland auf Platz Nummer 1 der Charts ist. Gucken, wo er heute ist. Ah, es klingelt. Jetzt wird's spannend. Wahrscheinlich liegt er schon wieder unter der Sonnenbank, wie beim letzten Mal. Hat sich wahrscheinlich schon gehäutet. Ist ja im Sommer. Hallo, Herr Bohlen? Ja, Hallöchen, wen haben wir denn da? Stefan Raab hier. Ich bin noch gelaufen. Bitte was? Ich bin noch gelaufen eben. Ja, kann ich ja nichts dafür. Sagen Sie, ist der Dieter da? Stefan Raab hier, ich habe früher mit dem zusammen bei Modern Talking gesungen. Mhm. Nee, der Dieter ist nicht da. Wo ist der Dieter denn? Der macht Urlaub. Ah, wo macht er denn Urlaub? Auf Mallorca. Ah, klar. hat er sich vorher schon gehäutet und hat die Schuppen dagelassen oder ist er so gefahren? Hallo? Ja, ich bin hier. Ja, das schon mir ist schon klar. Wie lange bleibt er denn auf Mallorca? Am 28. Ah, dann ist der Dieter wieder da? Mhm. Wissen Sie, was er so macht auf Mallorca? Nee. Urlaub. Urlaub? Singt er auch in diesen zwielichtigen Lokalen da? Jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen, ja? Nee, das mache ich schon seit Anfang an, da sind Sie aber spät drauf gekommen. Na, wissen Sie was? Ja? Wenn der Dieter wieder da ist, bestellen Sie ihm schöne Grüße. Ja. Wir rufen dann wieder an, nächsten Monat. Ja? Ja. Alles klar, und also, halten Sie alles schön sauber, gießen Sie die Blumen, ne? Und überstrapazieren Sie nicht die Röhren von der Sonnenbank, ja? So. Dankeschön. Tschüss. Gut. Wiedersehen. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen ist auf Mallorca und heute hier ist ein junger Mann, von dem wir schon alle viel gehört haben, der letztes Jahr schon mal bei mir in der Sendung war, auf den sich alle freuen. Er ist die Reinkarnation.